Für wie lange bist du hier? Tja, für den Rest meines Lebens. Ab sofort bin ich wieder Zivilist. Los, Bruderherz, wollen wir eine Runde zocken? Wie wär's mit Gears of War? Was sagst du? Ist noch zu früh? Ja, ein bisschen. Na gut, dann spielen wir Mario Kart oder sowas. Wir arbeiten uns langsam vor, setz dich. Sehr schön. Ich hol uns erstmal ein paar Bier und Erwachsenenwindeln, dann müssen wir eine Weile nicht mehr aufstehen. Was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht. Der Wirtschaft geht's ja gerade nicht so gut. Erst dachte ich, wir malern zusammen, aber jetzt, wo du beim Radio bist, tja, weiß nicht, hast du eine Idee? Wozu hast du denn Lust? Du hast so viele Talente und die Welt steht dir offen. Was stellst du dir vor? Wie wär's, wenn ich bei dir im Sender arbeite? Naja, als Co-Moderator. Guter Witz, fast hätte ich's geglaubt. Du hast noch gar keine Radioerfahrung. In Afghanistan habe ich täglich was in den Äther geschickt. Du hast Luftangriffe angefordert. Ach komm schon, wir sind doch total witzig zu zweit. Immer wenn wir Xbox spielen, reißen wir ständig super Witze. Nein, das sind keine Witze. Du schreist mich an, nennst mich eine Frau und sagst, ich soll mir eine Wärmflasche gegen meine Regelbeschwerden holen. Siehst du, das ist doch witzig. Das ist wirklich ziemlich witzig. Ja. Na gut, ich rede gleich morgen früh mit Sascha darüber, aber ich kann leider nichts versprechen. Hey, das weiß ich wirklich zu schätzen. Wollen wir zwei eine Runde Football spielen? Was jetzt? Ja. Das habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Soll ich dir schon mal eine Wärmflasche holen? Gut und vielen Dank. Ich melde mich bei Ihnen, Jagger. Du hast vor, jemanden mit dem Namen Jagger einzustellen? Ist ja irre. In der Technik arbeitet ein Keith, dann haben wir schon die halbe Band. Ich werde ihn ganz bestimmt nicht einstellen. In seiner Bewerbung hat er geschrieben, in der Ruhe liegt die Kraft. Da wir gerade über Einstellen sprechen, mein Bruder Mitch ist gerade vom Einsatz zurück. Er war in Afghanistan. Ich habe ihm gesagt, ich würde dich fragen, ob... warte kurz, Gary, das ist mein Telefon, an das ich immer noch selbst rangehen muss. Und weißt du was, mir gehen langsam die Akzente aus. Einen wunderschönen Morgen, Sascha Ward ins Büro hier. Ein Sekündchen bitte. Nur einen kleinen Augenblick, okay? Na klar. Hey, Gary. Dreimal darfst du raten. Na gut, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Welche drei Worte hast du dir geschworen, nie wieder zu sagen? Ich werde heiraten. Ich werde heiraten! Oh, na dann alles Gute, Alter. Das heißt, alle guten Dinge sind drei, oder wie? Ja, ja. Oh Mann, Charlene und ich, wir hatten ein wirklich super romantisches Wochenende oben in den Bergen mit langen Spaziergängen, einem Whirlpool, Rotwein, genau wie in diesen Werbefilmen von Partnervermittlung. Sie hat dir die Pistole auf die Brust gesetzt. So in etwa, ja. Tja, wir sind jetzt seit fast 6 Jahren ein Paar. Die hätten meine Leiche aus dem Whirlpool ziehen können, wenn ich ihr dieses Wochenende keinen Antrag gemacht hätte. Hallo Gary, hallo Curtis. Oh, toll. Tja, da wollte ich dir gerade alle Gründe nennen, warum du nicht heiraten solltest, und da stehen sie ganz plötzlich hinter mir. Curtis hat mich gebeten, ihm bei der Hochzeitsplanung zu helfen. Wir wünschen uns eine stilvolle Hochzeit und Charlene sagt, Allison ist die stilvollste Frau, die sie kennt. Und Allison muss die Ausgaben von meinem Baby bremsen. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Also Allison hat kein Problem damit, Nein zu sagen. Gar nicht. Sie sagt gerne Nein und sie sagt gerne nur über meine Leiche, ein Lieblingsspruch von ihr. Und wenn sie mal Ja sagt, dann fühlt sich's an, als würde man tatsächlich über eine Leiche liegen. Eine Leiche wird irgendwann wenigstens mal steif. Ja. Ist Charlene hier? Wir wollen uns Kleider ansehen. Ja, ich habe ihr ein paar Bands vorgespielt. Charlene? Baby, das hätte ich fast vergessen. Wir müssen die Gästeliste durchgehen und sehen, wer Angst vor Pfauen hat. Denn die sollten besser nicht im Mittelgang sitzen. Oh, du hast recht. Sie ist schlau. Hey, Charlene, hey. Ich gratuliere. Ganz im Ernst, da hast du dir einen der begehrtesten Junggesellen der Welt geschnappt. Ein 40-jähriger Junggeselle, der zweimal verheiratet war und auf einem Futonbett schläft. Aber das wird sich alles bald ändern. Alles klar. Charlene, keine Angst, das wird eine tolle Hochzeit. Sie wird kultiviert und geschmackvoll. Oh nein, ich habe keine Angst, ich habe 1000 Ideen. Peng. Oh. Wow, naja, ich weiß nicht, ob sich Cool und The Gang für euch wieder vereinigen.
Ich dachte, ihr wolltet ein gewisses Budget nicht überschreiten. Budget? Ich sag dir, was das Budget ist. Charlenes Hochzeit ist so wunderschön, dass alle Gäste weinen. Das ist das Budget. Ich schätze, der Catering-Service braucht schon eine finanzielle Vorstellung, Curtis? Ich finde, Liebe lässt sich nicht mit Geld aufwiegen. Wir haben darüber geredet, was Mitch jetzt so tun will und... Oh, warte eine Sekunde. Assistentin von Sasha Warden? Nein, sie ist gerade nicht am Platz, Mann. Sie ruft sie zurück. Ich dachte, dass Mitch vielleicht als mein Co-Moderator auftreten könnte. Oh, ich weiß nicht, Gary. Ich find's auch toll, wenn die Sendung noch witziger wäre, aber das ist finanziell einfach nicht drin. Was? Mal langsam. Wenn sie noch witziger wäre, soll das heißen, ich bin nicht witzig genug? Das war doch ein Brüller, wie ich heute als Joe Pesci von den Lakers berichtet habe. Ich dachte, das sollte Steve Urkel sein. Was? Nein, das war Joe Pesci. Hier. Was soll das heißen? Ist Kobe Bryant etwa ein Witz? Amüsiert er dich, als wäre ein Clown? Ich bin ein Clown? Das klingt wie Urkel. Was? Hör zu, Mitch würde erstmal auch umsonst arbeiten. Die Sache ist die, vor langer Zeit hat er mal ein echt großes Opfer für mich gebracht. Ich schulde ihm was, bitte. Na gut, du kannst das mit ihm versuchen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann wirst du ihn feuern müssen. Bist du dazu in der Lage? Ja, klar, kein Problem, danke. Wie kann das sein, dass du Goodfellas nicht kennst? Ich war 9, als der im Kino lief. Hättest du nicht ein Tier aus Jurassic Park imitieren können? Oder Aladdin? Oder einen von den coolen Power Rangers. Ich wage eine Vorhersage. Jason Bay von den Mets wird dieses Jahr 45 Diamond Ringer schlagen. Er hatte eine schwere Phase Halt, hast du gerade Diamond Ringer gesagt? Ja, so nenne ich neuerdings einen Home Run. Jason Bay schlägt wieder einen Diamond Ringer. Das klingt doch nicht nach einem Home Run. Wie wär's mit afghanischer Mehlkloß? Was? Ja, oder wie wär's damit? Manny Ramirez hat soeben eine heiße Windel auf die Tribüne abgefeuert. Findest du, das klingt besser? Dann fragen wir doch einen Anrufer. Hier ist... wer ist das? Jerry aus Glendale? Jerry, Sie sind auf Sendung. Los geht's. Sie sind ein Idiot, Brooks. Jason Bay hat einfach nur Sauglück gehabt. Wenn er dieses Jahr 30 Home Runs schafft, dann zahle ich ihr Gehalt. So dämlich wie Sie sind, kann das ja nicht viel sein. Okay, Jerry. Hey, Jerry, hier spricht Mitch. Reden Sie nie wieder so mit meinem Bruder. Ist das klar? Ich hab jetzt Ihre Nummer. Ich spüre Sie im Telefonbuch auf, komm zu Ihnen nach Hause und trete Ihnen so in den Arsch, dass Sie meine Sohle am Gaumen schmecken. Hey, Mitch, es ist okay, wenn du aus dir rausgehst, aber nimm dich ein kleines bisschen zurück. Nur ein ganz kleines bisschen. Hab verstanden, alles klar. Dann okay. Wähle ich jetzt ein kleineres Kaliber. Alles klar, da sind wir wieder. Der nächste Anrufer ist Nate aus Venice. Nate, was haben Sie auf dem Herzen? Ich finde Diamond Ringer irgendwie schwul, Kumpel. Gary ist nicht dein Kumpel, Nate. Gary, wer ist denn der Typ? Oh, ich sag dir, wer ich bin. Ich bin dein übelster Albtraumfreundchen. Hörst du? Ich bin der Mann, der deinem Dad die Frau weggeschnappt hat. Dann bringe ich deine Mutter dazu, mich zu heiraten und lass sie vorm Altar sitzen. Und dann nehme ich mir deinen Dad zur Frau. Hä? Wie findest du das? Nate! Wir machen eine kleine Pause. Das ist der Punktestand mit Gary Brooks. Und Machine Gun Mitch. Das macht echt Spaß. Ja, der totale Heuler. Ich fand, das lief doch... Feuer ihn. Okay. Hey, Mitch, wir müssen mal reden. Es läuft doch super, oder? Ja, es läuft auf jeden Fall super. Ich habe nur das Gefühl, dass dein Talent hier verschwendet wird, verstehst du? Was soll das? Willst du mich feuern? Naja... Ich fass es nicht, du feuerst deinen Bruder? Nein. Nein, Mitch. Es ist nur... Ich will dich befördern. Du bist jetzt Sasha Wardens Assistent. Herzlichen Glückwunsch. Ehrlich? Ja? Ich weiß nicht. Naja, das kommt mir eher wie eine Degradierung vor. Nein, von wegen. Du steigst ins Management auf. Ich will ganz ehrlich sein. Das Gerede hier kann doch jeder. Das ist ganz einfach. Aber weißt du, was ich heute in dir gesehen habe? Einen Geschäftsmann. Einen Geschäftsmann? Wie Donald Trump. Donald. Ja. Denk mal drüber nach, Mitch. Du bist doch der geborene Geschäftsmann. Du denkst logisch und berechnend, bist rücksichtslos. Du fängst vielleicht als Assistent an, aber in einem halben Jahr leitest du den Laden wahrscheinlich. Und Sascha ist damit einverstanden? Machst du Witze? Das war praktisch ihre Idee. Das ist klasse. Danke, Mann. Tausend Keine Dank. Keine Ursache. Ja. Da steht sie, ja. Hey! Du willst
Mr. Smith jetzt mein Assistent wird? Nach dem, was er sich heute geleistet hat? Auf gar keinen Fall. Gut, live ist er nicht so toll, aber das heißt doch nicht, dass er als Assistent ungeeignet ist. Er hat einem Jungen gedroht, ihn wie einen Football in den fließenden Verkehr zu schießen. Sascha, es geht um Folgendes. Mitch und ich, wir kümmern uns umeinander und ich habe ihn mal schwer enttäuscht. Als wir Anfang 20 waren, wollten wir eigentlich gemeinsam zu den Marines gehen. Und dann, ich stand praktisch schon im Rekrutierungsbüro, rief mich Allison an und sagte, sie wäre schwanger. Und da habe ich gekniffen. Und du glaubst, du wärst ihm was schuldig? Natürlich glaube ich, dass ich ihm was schuldig bin, klar? Bitte, du musst mir dabei helfen. Ich bitte dich als dein Freund. Das ist nicht fair. Wir haben gesagt, dass wir unsere Beziehung und die Arbeit trennen wollen. Ja, aber da habe ich auch noch nicht deine Hilfe gebraucht. Und überhaupt, wie viele Akzente hast du noch auf Lager? Tja, genau genommen noch einen. Aber der ist politisch ziemlich unkorrekt. Bilou von Sascha Walden? Oh, hallo, Mrs. Wong. Das war knapp. Sag ihm, er kann gleich morgen anfangen. Glaub mir, Charlene, du kannst nicht auf einem Zebra zum Altar reiten. Außerdem, wo soll ich so ein Tier überhaupt herkriegen? Ich meine, also ich wüsste nicht, dass sie im Zoo neuerdings sowas wie eine Zebra-Vermietung hätten. Ich bin die Braut. Und die Braut kriegt, was sie will. Also ich will nichts mehr von geht nicht oder zu groß hören. Und hör auf, mir zu sagen, Marvin Gaye wäre 1984 gestorben. Also ich wollte das nicht vor ihr sagen, aber ich bin auf deiner Seite. Curtis, du wirst es aber vor ihr sagen müssen. Glaub mir, ihr könnt auf eurer Hochzeit weder Zebras haben, noch Schneemaschinen, noch Akrobaten. Ach ja, und zu dieser Eisskulptur, die sie haben will. Ich glaube nicht, dass David Blaine da 3 Tage drin sitzen will. Sie wirkt vielleicht ein bisschen überheblich, aber sie ist nervös und so überspielt sie ihre Ängste. Glaub mir, sie ist wirklich eine fantastische Frau. Ja, das weiß ich doch und ich mag Charlene sehr, aber sie führt sich auf wie eine Irre. Tut mir leid, ich hätte das über deine zukünftige Frau nicht sagen sollen. Ich finde ja nur, du musst deine Meinung aufvertreten dürfen. Oh, bitte, hast du Gary nicht auch 15 Jahre herumkommandiert? Es sind 19 Jahre, wenn die Highschool mitzählt. Nein, ehrlich, so läuft das in unserer Beziehung. Sie trifft alle Entscheidungen und ich sag ganz oft Baby zu ihr, verstehst du? Und das funktioniert fantastisch, okay? Na dann. Sag mir einfach, ob ich mir irgendwas auf der Liste leisten kann. Mal sehen. Möchtest du den Brautjungfern eine herzförmige Intimrasur verpassen? Also da 3 von ihnen meine Schwestern sind? Nein! Büro von Sascha Walden? Leider telefoniert sie gerade. Kann ich etwas ausrichten? In Ordnung. Todestag ihres Onkels. Blumen auf sein Grab legen. Ist notiert. Na dann, noch ein schönes Wochenende. Alles klar. Na, wer sagt's denn nicht? Wird doch schon schwer, die Karriereleiter hoch. Wir sehen uns dann oben, kleiner Bruder. Pass auf, die Luft wird dünner, großer Bruder. Entschuldigung, bitte. Ja! Ich möchte gern zu Gary Brooks. Mitch, das ist Joe Torre, der Manager der Dodgers. Lass ihn wieder los. Es tut mir sehr leid, Mr. Torre. Ich bin Gary Brooks. Das ist mein verrückter Bruder Mitch. Entschuldigung, aber ich wurde beim Militär ausgebildet, Menschen zu töten, die sich an mich ranschleichen. Ja, also danke. Ich weiß Ihren Einsatz für unser Land wirklich zu schätzen. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen ungeschickt, aber bekomme ich trotzdem ein Autogramm? Natürlich. Alle runter! Mitch, Mitch! Ich wollte nur meinen Stift rausholen. Mr. Torre, würden Sie mich entschuldigen? Ich muss mit meinem Bruder reden. Sicher. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Mitch, würdest du mir mal kurz dein Ohr leihen? Na, logisch. Aber irgendwer muss auf meinen Schreibtisch aufpassen. Torre, bewachen Sie meinen Tisch. Mitch, es funktioniert einfach nicht, okay? Tut mir leid. Du feuerst mich? Ja. Ich dachte, ich wäre der geborene Assistent. Das habe ich nur gesagt, weil du als Moderator so schlecht warst. Warte, nein, nein, du hast gesagt, ich wäre ein Supermoderator. Was soll das? Mitch, ich muss dich entlassen. Du hast Joe Torre in den Schwitzkasten genommen und alle haben Angst vor dir. Du lässt mich also wieder im Stich. So wie damals bei den Marines. Ich habe dich nicht im Stich gelassen, ich bin Vater geworden. Tja, also für mich kam das irgendwie aufs selbe raus. Was hat das... Ach, was soll's. Es ist vorbei, Mitch, okay? Ich kann dir nicht mehr helfen. Du hast noch gar nicht angefangen, mir zu helfen. Alles klar? Nichts zu tun wäre besser gewesen, als mich gleich 2-mal scheitern zu lassen. Ehrlich, da komme ich von der Armee zurück und brauche nur ein bisschen Hilfe. Und du lässt mich im Stich. So muss ich Rambo gefühlt haben. Hey.
Gut geschossen. Echt unglaublich, dass du immer genau dieselbe Stelle triffst. Es gibt tatsächlich Dinge, in denen ich ziemlich gut bin. Das sehe ich. Was willst du, Gary? Ist das da wirklich eine Magnum? Ja, allerdings. Ich wollte nur mal fragen, weißt du? Seit 16 Jahren steht da was zwischen uns und damit muss jetzt Schluss sein. Wir beide hatten vor, zu den Marines zu gehen, aber es kam anders. Ich konnte nicht gehen, weil ich damals eine Familie gegründet habe. Allison war schwanger und ich musste mich um sie und mein ungeborenes Kind kümmern. Ich musste erwachsen werden und du solltest auch langsam erwachsen werden. Die Wahrheit ist, dass du selbst rausfinden musst, was du mit deinem Leben anfangen willst. Wenn du einverstanden bist. Weißt du was? Kommt jetzt die Stelle, wo du mich umbringst? Du hast vollkommen recht. Jetzt kommt die Stelle, wo du mich umbringst. Nein. Nein, nein, ich meine, du hast getan, was du konntest, um mir zu helfen, und ich hab's verbockt. Ich wollte dir die Schuld geben, weil ich... Naja, weil ich... Weil ich Angst habe, Gary. Ich hab so schreckliche Angst, oh Gott. Ist ja gut. Ich hab auch Angst, Mitch. Mitch, nimm sie weg. Bei den Marines, da wusste ich noch, wer ich war, aber jetzt... Ich hab keine Ahnung. Deshalb war ich auch so froh, als ich bei dir eingezogen bin. Verstehst du? Ja. Ja, du warst froh, weil wir wieder wie echte Kerle Football gucken und Bier trinken konnten, richtig? Nein, nein, nein. Weil ich dachte, du kannst mir helfen, herauszufinden, wer ich bin. Das war nicht fair. Ich meine, ich allein muss das tun. Ich und nicht du. Nein, ich. Ich muss das machen und du hast mir gesagt, was ich hören musste. Dafür werde ich immer leben, Gary. Vielen Dank, ihr beiden. Charlene wird jeden Moment hier sein, um das Essen zu kosten. Wie heißt das schwarze Zeug nochmal? Das ist Rhythm and Blues, Tom, okay? Das soll auf der Party nach der Hochzeit gespielt werden und schwarzes Zeug sagt man nicht, klar? Ich hab eigentlich das gemeint. Das ist Kaviar. Hey, Kinder, holt eure Sachen, ja? Okay. Hey, ich hab gehört, du hast mit Mitch gesprochen. Das ist gut. Gleich kommen Charlene und Curtis, um das Essen zu kosten. Willst du noch einen Moment da bleiben? Was ist los? Du bist ja die Gelassenheit in Person. Ich dachte, Charlene treibt dich in den Wahnsinn und Curtis kriegt den Mund nicht auf. Das war auch so vor der Entdeckung meiner Geheimwaffe, die beide Probleme auf einmal löst. Allison, du kannst doch nicht den ganzen Tag trinken. Das ist nicht meine Geheimwaffe. Und doch, kann ich. Allison, ich werde die ganze Sache jetzt für alle einfacher machen. Die ständigen Entscheidungen sind einfach zu viel für mich und ich treibe damit alle in den Wahnsinn. Also habe ich einen Entschluss gefasst. Aha. Ich will alles. Hä? Ich will ein bisschen von allem haben. Wenn die Leute nach Hause kommen, soll es heißen, Mann, ich hatte noch nie Fasan oder Kaviar. Und heute Abend hatte ich gleich beides. Gut, Zeit für die Geheimwaffe. Was für... Mitch? Curtis? Ja? Gary? Hi. Und die umwerfende Schönheit muss wohl Charlene sein. Ich habe schon so viel von ihnen gehört. Oh ja, der gefällt mir. Und sie sind... Halt den Ratsquietschhörnchen! Jetzt bin ich an der Reihe. Sie reden, wenn ich fertig bin. Ab sofort wird der Gürtel enger geschnallt. Sie werden weder in einer weißen Kutsche vorfahren, noch gibt es ein Harfenorchester. Dafür wird es dieses schwarze Zeug geben, genauso wie den Marvin Gaye-Imitator, der für Stimmung sorgen wird mit Hits wie Heard It Through the Grapevine, What's Going On und Sexual Healing. Ist das klar? Ja, Sir. Gut, machen wir weiter. Curtis? Ja? Jetzt heißt es Mann oder Maus. Du bist ein Mann. Du hast zwei Eier in der Hose. Mhm. Dann lass sie mal aufmarschieren, Kumpel. Na gut. Also gut, Charlene. Wir wünschen uns beide eine Traumhochzeit, aber es gibt ein finanzielles Limit. Im Wohnzimmer liegt eine Auswahl an Brautsträußchen, Anstecksträußchen und sonstigen Blumensträußchen. Naja, und ich schlage vor, wir schauen sie uns an und wählen etwas in unserem Preissegment aus, das trotzdem so wunderschön ist wie du. Oh, Baby. Marsch, marsch, marsch! Hey, jetzt hast du echt was gut bei mir. Du hast mir den Kopf gewaschen und jetzt weiß ich, als was ich den Rest meines Lebens verbringen will. Als Hochzeitsplaner? Nein, nein, ich meine, das kann ich auch gut. Aber ich muss etwas machen, wo ich was bewirken kann, wo ich Menschenleben retten kann. Ich gehe zu den Marines.
Mitch, komm schon. Du musst das nicht sagen, nur weil dir jetzt nichts anderes einfällt, weißt du? Aber ich sage das nicht einfach so. Ich liebe die Marines und ich bin gut darin. Dort geht's mir am besten. Also werde ich mich nach Curtis' Hochzeit wieder melden gehen. Du wirst mir fehlen, Mitch. Und ich weiß, ich bin dein älterer Bruder, aber wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du. Für wie lange bist du hier? Tja, für den Rest meines Lebens. Ab sofort bin ich wieder Zivilist. Los, Bruderherz, wollen wir eine Runde zocken? Wie wär's mit Gears of War? Was sagst du? Ist noch zu früh? Ja, ein bisschen. Na gut, dann spielen wir Mario Kart oder sowas. Wir arbeiten uns langsam vor, setz dich. Sehr schön. Ich hole uns erstmal ein paar Bier und Erwachsenenwindeln, dann müssen wir eine Weile nicht mehr aufstehen. Was hast du denn jetzt vor? Ich weiß noch nicht. Der Wirtschaft geht's ja gerade nicht so gut. Erst dachte ich, wir malern zusammen, aber jetzt, wo du beim Radio bist, tja, weiß nicht, hast du eine Idee? Wozu hast du denn Lust? Du hast so viele Talente und die Welt steht dir offen. Was stellst du dir vor? Wie wär's, wenn ich bei dir im Sender arbeite? Naja, als Co-Moderator. Guter Witz, fast hätte ich's geglaubt. Du hast doch gar keine Radioerfahrung. In Afghanistan habe ich täglich was in den Äther geschickt. Du hast Luftangriffe angefordert. Ach komm schon, wir sind doch total witzig zu zweit. Immer wenn wir Xbox spielen, reißen wir ständig super Witze. Nein, das sind keine Witze. Du schreist mich an, nennst mich eine Frau und sagst, ich soll mir eine Wärmflasche gegen meine Regelbeschwerden holen. Siehst du, das ist doch witzig. Das ist wirklich ziemlich witzig. Ja. Na gut, ich rede gleich morgen früh mit Sascha darüber, aber ich kann leider nichts versprechen. Hey, das weiß ich wirklich zu schätzen. Wollen wir zwei eine Runde Football spielen? Was jetzt? Ja. Das habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Soll ich dir schon mal eine Wärmflasche holen? Gut, und vielen Dank. Ich melde mich bei Ihnen, Jagger. Du hast vor, jemanden mit dem Namen Jagger einzustellen? Ist ja irre. In der Technik arbeitet ein Keith, dann haben wir schon die halbe Band. Ich werde ihn ganz bestimmt nicht einstellen. In seiner Bewerbung hat er geschrieben, in der Ruhe liegt die Kraft. Da wir gerade über Einstellen sprechen, mein Bruder Mitch ist gerade vom Einsatz zurück. Er war in Afghanistan. Ich habe ihm gesagt, ich würde dich fragen, ob... Oh, warte kurz, Gary, das ist mein Telefon, an das ich immer noch selbst rangehen muss. Und weißt du was, mir gehen langsam die Akzente aus. Einen wunderschönen Morgen, Sascha Ward ins Büro hier. Ein Sekündchen bitte. Nur einen kleinen Augenblick, okay? Na klar. Hey, Gary. Dreimal darfst du raten. Na gut, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Welche drei Worte hast du dir geschworen, nie wieder zu sagen? Ich werde heiraten.